In unserer Gesellschaft gehört es hier dazu, dass man Nachrichten schaut, sich informiert, was in der Welt geschieht. Und weißt du, weltweit werden pro Tag Millionen von Nachrichten produziert, die dann durch eine ganze Fülle von Filtern hindurchgehen, bis irgendwann irgendwelche Menschen entscheiden, was ist wirklich wert, hier in Deutschland ausgestrahlt zu werden, veröffentlicht zu werden, publiziert zu werden. Und das sind einige Leute, die wählen das dann für uns aus. Das Problem ist, diese Nachrichten sind fast durchweg negativ, belastend, beklemmend. Sind schwierige, vielleicht unlösbare Situationen. Und wir nehmen das in uns auf, und zwar ständig, immer wieder die gleichen Bilder, die gleichen Nachrichten, und sie bringen uns in Unruhe, sie bringen uns in Bedrängnis, sie bringen uns in eine innere Unausgewogenheit, in Nervosität. Ich habe mich selbst dabei ertappt und habe überlegt, warum lasse ich zu, dass Nachrichten, die irgendetwas beschreiben, was eigentlich mein Leben überhaupt nicht real wirklich betrifft, was keinerlei Auswirkungen für mich hat, warum lasse ich zu, dass diese Nachrichten mich in Unruhe bringen? Nachrichten, die ich auch nicht ändern kann, wo ich keinerlei Möglichkeiten habe, irgendwas zu tun. Warum lasse ich zu, dass diese Dinge mich in Unruhe bringen? Und ich habe mich daran erinnert, dass die Bibel uns im Philipperbrief da eine sehr, sehr gute Anweisung gibt. Da heißt es, seid um nichts besorgt. Das ist doch schon mal fantastisch. Seid um nichts besorgt. Wir fangen an, uns zu sorgen, wenn wir uns ständig mit negativen Dingen füllen. Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist es, was wir brauchen. Frieden in unserem Denken, in unserem Verstand, in unseren Gedanken. Frieden. Wir müssen entspannen, wir müssen runterkommen von diesem Getriebensein von negativen Nachrichten. Der Friede Gottes, der auch wenn die Umstände schwierig sind, auch wenn diese kranke, sterbende Welt in Durcheinander ist, ja, dass wir trotzdem im Frieden Gottes sind. Und der Philipperbrief fährt weiter fort. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das ist die Anweisung der Bibel. Das sollen wir in Erwägung ziehen. Damit sollen wir uns beschäftigen. Das sollen wir unser Denken füllen lassen. Wahre, gute, ehrliche Botschaften. Und das ist in den Nachrichten schwer zu finden. Deshalb ist dieses der Filter des Wortes Gottes. Ihr müsst die Dinge, mit denen ihr euch beschäftigt, durch diese Kriterien hindurchlassen. Und wenn die erfüllt sind, dann ist es etwas, was wert ist, dass ihr euer Denken damit füllt. Ich glaube, wenn wir das beherzigen würden, dann würden wir viel weniger in Unruhe und Bedrängnis sein, als wir es häufig erleben. Ich glaube, wir sollten die Nachrichten mal Nachrichten sein lassen und stattdessen zur Bibel greifen, dem lebendigen Wort, was uns aufbaut und was uns Frieden gibt und was uns einfach in dieser zugegebenermaßen schwierigen Situation, in der sich unsere Welt befindet, Trost, Sicherheit, Weisung und Hilfe gibt. Ich glaube, Gott hat mehr für uns.